herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Golden Slumrai. Kurzer Golden Slumrai Talk zu einer neuen Information von Wizards of the Coast. Und zwar wurde von Wizards of the Coast wurde ein neues Produkt vorgestellt oder beziehungsweise angekündigt, welches im Dezember diesen Jahres rauskommt, und zwar die Commander Collection Green. Ich denke mal darauf folgend irgendwann auch die anderen Farben. Genau, und zwar ist es ein Boxset mit 8 Reprints, die drin sind, die das Thema, also die in diesem Fall das Thema Grün beschäftigen. Und das sind halt super starke und krasse Karten, die wohl für Commander halt super geeignet ist, deswegen Commander Collection. Die haben sie jetzt hier im Prinzip hingemacht. Die werden halt exklusiv am Local Game Store erhalten sein oder haltbar sein. Das heißt, über MKM oder Card Market, wie es jetzt heißt, ist es so, dass man natürlich da auch diese Dinger kaufen kann, weil natürlich auch viele Local Game Stores über Card Market mittlerweile sich auch finanzieren und Sachen dort verkaufen. Genau, und gehen wir mal in die Reprints rein. Jetzt haben wir einmal Bane of Progress für 6 Mana, ein 2-2er. Wenn er ins Spiel kommt, werden alle Artefakte und Enchanten zerstört, was schon ziemlich geil ist. Und er kriegt einen 1-1-Counter für jede Permanent, die auf diesem Wege zerstört wurde. Was richtig stark im Late Game ist, einfach ein grüner Removal für alle Artefakte und Enchantments. Richtig gut und er wird halt super stark. Ne? Dann eine Comment Tower als Reprint. natürlich in einem exklusiven Artwork. Ne? Dann haben wir einmal einen Planeswalker, Freyalize, Llanowar's Fury. Ich persönlich kenne jetzt nicht, ich weiß nicht, ob es vielleicht sogar ein neuer Planeswalker ist, der generell jetzt da ins Spiel reingeworfen wird. Für +2 jedenfalls kriegen wir einen 1-1er Elfendruiden, der halt Mana-Rock ist, also den können wir tappen für ein grünes Mana. Für -2 können wir ein Artefakt oder Enchantment zerstören und für -6 können wir eine Karte für jede grüne Kreatur, die wir kontrollieren, ziehen. Eine sehr starke Karte, auch in grünen Decks, vor allen Dingen 11 Tribal Decks ist die super stark. Und die kann man sogar als Commander spielen, was natürlich auch sehr, sehr cool ist. Dann Omnath ist hier mit drin, was richtig krass ist, für 3 Mana, ein 1-1er. Genau, und das Floating Mana, was grün ist, verlieren wir nicht. Das ist halt richtig heftig und kriegt +1/+1 für jedes Mana halt, was wir nicht ausgegeben haben. Das heißt, für jedes Floating Mana, für jedes grünes Floating Mana kriegt er halt +1/+1, was super stark ist. Das ist ein Deck, womit man halt Länder enttappt und wieder tappt. Also was wirklich halt den Mana-Value hat für so Infinity-Kombos, ist das natürlich richtig, richtig heftig. Dann haben wir Seedborn Muse, auch eine richtig krasse Karte für 5 Mana. Mit dieser 2-4er-Karte können wir alle Permanente, die wir kontrollieren, in jedem Untap-Step enttappen. Das ist so eine krass heftige Karte. Und ein richtig schöner Soul Ring ist noch dabei, der richtig, richtig geil aussieht. Sylvan Library ist auch dabei für 2 Mana. Es ist im Prinzip so, dass wir, das ist eine Verzauberung, und immer in unserer Ziehphase, in unserem Draw-Step, können wir 2 zusätzliche Karten ziehen. Wenn wir das machen, müssen wir 2 Karten von unserer Hand in diesem Zug aussuchen und für jede Karte zahlen wir 4 Lebenspunkte, also für diese beiden Karten, oder wir können die wahlweise oben auf die Bibliothek tun, was auch sehr, sehr stark ist, einfach für 2 Mana, ne? Schon eine sehr, sehr krasse Draw-Power. Und Worldly Tutor, wir können für 1 Mana eine Kreaturenkarte raussuchen und die oben auf unser Deck tun. Was richtig krass ist auch. Für 1 Mana. So, das sind also wirklich sehr, sehr starke grüne Karten. Das macht das Ding auch sehr, sehr geil. Aber was leider nicht so geil ist, ist der Preis. Ich habe schon mal bei Karten mal geguckt. Der Preis schwankt im Moment zwischen 85 und 88 Euro, was ich schon für 8 Karten schon eigentlich eine Frechheit finde. Klar, das ist wieder was für Sammler, aber die verkaufen das als Produkt für Commander-Plays auf jeden Fall richtig cool. Aber ganz ehrlich, macht doch mal die guten Karten, vielleicht auch mal, sag ich mal, was, ne, Soul Rings mittlerweile bei 2 Euro, warum macht, muss man, ne, macht dann jetzt halt so einen krassen Reprint, wo der drin ist, oder Comment Tower, so die Karte kostet nichts, warum muss man dann in so einer Reprint-Box halt dann die beiden jetzt reinpacken, die nichts wert sind, auch wenn im alternativen Artwork vielleicht ein bisschen was wert sein werden, aber trotzdem könnte man dafür noch 2 krassere Karten reinpacken, die den Preis auf jeden Fall rechtfertigen. Auf jeden Fall, die anderen Karten sind super stark, aber ich finde halt 85 Euro sind halt für viele Spieler halt zu viel. Für Sammler, für die wirklich komplett EDH oder CDH spielen, ist das natürlich ein Witz vom Preis her, aber
Aber ich finde es halt zu teuer. Und dann gibt es natürlich zudem noch, wie es halt jetzt bei Wizards of the Coast halt tatsächlich gang und gäbe ist, natürlich davon auch eine Premium Edition. Da haben wir im Prinzip alle Karten. So, das sind genau die gleichen Karten, die sind alle nur in Foil. Und da habe ich geguckt, ist der Preis aktuell bei 250 Euro für die gleichen Karten, die in Foil sind. Finde ich für diese Box dann vielleicht gerechtfertigt, weil es voll ist, aber ganz ehrlich, die normale Box, dass sie die so teuer ist. Warum macht ihr nicht die coolen Karten für Casual-Player oder Budget-Player auch mal ein bisschen günstiger und spielbarer? Ne? Weil der Commander ist ziemlich cool. Ich weiß nicht, Einzelkarten habe ich jetzt gar nicht geguckt, nochmal bei Kartenmarket, ob es da halt da schon Einzelpreise gibt, aber ich weiß auf jeden Fall, dass Bane of Progress, Omnar, Seedbomb, Muse, Worldly Tutor und Sylvan Library schon nicht günstig sind, weil es halt krasse grüne Karten sind und grün statistisch gesehen halt nach Schwarz halt auch ganz oft gespielt wegen Mana Ramp und was weiß ich was, und die Karten kann man fast in jedem Deck spielen, sag ich mal, zum Beispiel Seedbomb Muse zum Beispiel oder Bane of Progress sowie die Library und Worldly Tutor. Das ist natürlich eher in so einem komplett grünen Deck oder ja, auch Mischdeck kannst du auch spielen halt, ne, und das ist natürlich Elf Tribal, was viel gespielt wird, oder grün auch sehr stark als Commander. Ja, so viel zu den ersten Eindrücken hier zur neuen Commander Collection. Wieder ein krasses Produkt. Ich bin gespannt, wann jetzt die nächsten, nicht im Laufe nächsten Jahres, werden wahrscheinlich die anderen Farben daraus kommen. Und ich würde schätzen, dass Blau am teuersten sein wird. Naja, aber bleiben wir auf dem Laufenden. Jetzt habt ihr es mal gesehen. Könnt ihr alles bei Wizards of the Coast auf der Seite nachlesen. Genau, ihr könnt natürlich auch in die Kommentare schreiben, was ihr dazu sagt, ob ihr da meiner Meinung seid oder sagt, oh, das ist völlig okay, der Preis ist völlig gerechtfertigt, und ja, sagt einfach was dazu. Ansonsten sehen wir uns in einem unserer nächsten Videos. Haut rein, Tschüssikowski.